Hallo und herzlich willkommen auf deinem Kanal, dein Gesundheitscoach Sophia Kröner. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Und ich habe mich nach wirklich ganz langem Abwägen hin und her dann doch entschlossen, dass ich mal ein Video, eine Folge mache zum Thema das Schreckgespenst Corona. Die Angst dazu, meine Meinung zu dem Thema und natürlich, wer mich kennt, weiß, es gibt auch immer einen Lösungsvorschlag, eine Idee, wie man da vielleicht relativ unbeschadet rauskommen kann. Und ich habe das Video jetzt schon ein paar Mal aufgenommen, weil ich mich immer in Rage geredet habe. Ich hoffe, ich schaffe es diesmal, es ja, nichts zu tun. Corona, wir kommen seit 1,5 Jahren nicht um dieses Thema rum. Es ist omnipräsent. Es betrifft jeden. Keiner ist davor gefeit. Es ist eine ganz neuartige Bedrohung, der wir uns ausgesetzt sehen, wo es keinen nachweislich wirklich sinnvollen Lösungsweg gibt. Und ich glaube, dass die Unsicherheiten, die sich weltweit in den Gesellschaften widerspiegeln, genau dort ihre Ursache haben. Nämlich weil keiner verdammt nochmal weiß, was aus diesem Virus wird, wie man ihn tatsächlich irgendwie, wie man ihm begegnen kann, wie wir uns effektiv und sinnvoll langfristig schützen können. Und das macht Angst und Panik. Und ja, ich gebe es auch zu, ich bin kein Fan unserer momentanen Medienberichterstattung, weil die diese Angst und Panik meiner Einschätzung nach nicht minimieren, sondern noch schüren. Und das geht einfach durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Länder dieser Welt. Es betrifft uns alle und wir können uns vielleicht irgendwo auf einer Almhütte einschließen und dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, da drum rumzukommen. Aber alle, die in einer Gesellschaftsform ihr Leben bestreiten, haben einfach mit diesem Coronavirus momentan ein richtiges Thema. Und die Lösungswege, die von der Politik und den Medien momentan vorgeschlagen werden, nämlich die Impfungen, das ist, finde ich, genauso ein schwieriges Thema, weil wir nicht wirklich wissen, ob das sinnvoll ist, ob das wirklich was bringt. Dafür ist dieser Impfstoff einfach noch nicht lange genug erprobt und ertestet. Und ich weiß nicht, was richtig ist, ob die Leute, die sich impfen lassen, die richtige Entscheidung treffen oder ob die Leute, die dem Ganzen noch skeptisch gegenüberstehen und sich nicht impfen lassen oder auch die, die sich nicht impfen lassen können, ob die den richtigen Weg einschlagen. Ich bin kein Medium, ich bin einfach nur die Sophia, die sich darüber Gedanken macht. Ich weiß aber, oder sagen wir, ich hoffe, dass jeder für sich, gerade bei dem Thema Impfung, ja oder nein, sich sehr gut informiert hat über alle Für- und Widerargumente und dass er für sich die Entscheidung für seine Gesundheit und gegen die Angst getroffen hat. Was meine ich damit? Das eine Lager, die sagen, ich lasse mich impfen, haben unwahrscheinliche Angst vor Corona und der Infektion und den Folgen. Und die meisten derer, die sich nicht impfen lassen oder impfen lassen können, nee, ich bleibe erstmal bei denen, die sich nicht impfen lassen wollen, haben meiner Erfahrung nach mehr Angst vor dieser neuen Impfung, vor diesem
vor den neuen Impfstoffen und weniger vor der Erkrankung. Und ich möchte, dass du dir das auf der Zunge zergehen lässt und noch zweimal durch deine Hirngedankenschleifen und deinem gesunden Menschenverstand durchlaufen lässt. Denn diese Entscheidung trifft ja keiner gegen andere Menschen, sondern für sich und seine Gesundheit. Und ich begleite jetzt seit 2015 Menschen mit Autoimmunerkrankungen, speziell Menschen mit der MS-Diagnose. Ich bin ja selber einer von diesen. Und ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, Angst und Panik zu erleiden, ob einer ungewissen Zukunft. Und ich habe so ein bisschen ein Déjà-vu von dieser Emotionalität, wie ich damals hatte, als ich meine MS-Diagnose bekommen habe. Denn mit so einer Diagnose weißt du auch nicht, was auf dich zukommt, was dir die Zukunft bringt. Das ist jetzt mit Corona irgendwie genauso. Ja? Es gibt medizinische Empfehlungen, die Impfung. Das heißt ja aber nicht, dass das für jeden die richtige Entscheidung ist. Ich ganz persönlich, und das ist nur meine Meinung, und jeder darf bitte seine Meinung haben und vertreten, wie er möchte, aber ich habe viel mehr Angst vor dieser Impfung und den neuen Manipulationen meines Körpers durch diesen mRNA-Impfstoff, als dass ich vor einer Corona-Infektion Angst habe. Also wähle ich für mich das Mittel, um meine Angst zu minimieren. Und das ist bei mir einfach, dass ich mich momentan mit den Impfstoffen, die zur Verfügung stehen, nicht impfen lassen will. Ja, wie das mit den Totimpfstoffen sein wird, die jetzt auf den Markt kommen, keine Ahnung. Das muss ich auch erstmal noch wirklich recherchieren und für mich abwägen, was jetzt mit der Impfpflicht hier in Deutschland dann ab Februar und so, also da hört man ja schon wieder Dinge. Egal, das will ich gar nicht thematisieren, aber die Leute, die sich impfen lassen, minimieren ihre Angst vor dem Corona, den Auswirkungen der Erkrankung. Also ist es für die die richtige Entscheidung, genauso wie es für mich ganz persönlich die richtige Entscheidung ist, mich noch nicht impfen zu lassen, weil ich Angst habe vor den Auswirkungen, den Langzeitauswirkungen dieser Impfung. Das heißt, jeder, der eine Entscheidung trifft, ob für oder gegen die Impfung, tut es ja für sich und nicht gegen die anderen. Und ich möchte dich bitten, diese Sichtweise auf dieses Thema für dich mal anzunehmen. Und wenn es mal nur für 5 Minuten ist. Weil diese Negativität, diese Angst, die einfach bei diesem Thema unendlich mitschwingt in dem ganzen Feld unserer Erde, ja jetzt schon seit 1,5 Jahren, die macht Stress unterschwellig, weil wir ja ständig am Abwägen, am Hin und Her, am Diskutieren und irgendwas sind. Und das macht krank. Und ich kann das aus Erfahrung sagen, nicht nur von mir, sondern auch eben mit der Arbeit mit ganz vielen Klienten mit Autoimmunerkrankungen, Angst und Stress machen krank. Und das langfristig. Und das macht am Ende viel mehr kaputt, als jetzt eine Entscheidung zu treffen, um aus dieser Spirale und diesem Teufelskreis, der dich nach unten zieht, ja, und dann eben auch Richtung Depression vielleicht sogar geht, weil du dich einfach gar nicht mehr wohlfühlst, ja, dass du da rauskommst. Wie kommt man da raus? Also es gibt verschiedene Dinge natürlich, die man machen kann. Wir fangen mal bei der körperlichen Hülle an. Du kannst natürlich, egal ob du jetzt geimpft bist oder nicht, das gilt einfach für alle, du musst ein ganz großes Auge auf dein Immunsystem haben, auf die natürlichen Abwehrkräfte deines Körpers. Das heißt, das musst du stärken. Mit genug frischer Luft, mit Bewegung, mit den richtigen Bausteinen, die dein Körper braucht, um einfach sein Immunsystem am Laufen zu halten. Ich nenne nur ein paar Beispiele. Ich will jetzt keine Gesundheitsberatung machen, es steht mir auch gar nicht zu.
Aber die Themen, mit denen ich mich sehr intensiv seit Jahren beschäftige, sind Vitamin D, Vitamin C, Eisen, Zink, Mineralstoffe, Omega-3, Selen. Es gibt, also es ist nicht, dass irgendein Vitamin oder Mineralstoff weniger wichtig ist als die anderen, aber gerade, ich sag mal so, die großen fünf, ja, Vitamin D, C, Eisen, Zink, Omega-3 sind die, die wirklich für unser Immunsystem sehr wichtig sind und die wir einfach alle brauchen, um gestärkt durch diese Zeit zu kommen. Und dann ist immer die große Frage, naja, muss ich jetzt hier eine Handvoll Nahrungsergänzungsmittel essen? Ja und nein. Ja? Du kannst gerne mal bei mir auf meine Infoseite grasdealer.sophiagrön.com schauen. Ich verlinke das auch hier im Beschreibungstext. Da habe ich meine Top 3 Lebensmittel, grünen Lebensmittel, ganz kurz beschrieben, und es gibt dann Info-Newsletter, also es gibt nur eine Info-E-Mail, ich spam da niemanden zu, mit Informationen zu meinen grünen 3, ohne die ich zum Beispiel seit Jahren, ich weiß gar nicht mehr wie lange, jetzt meinen Alltag mir gar nicht mehr vorstellen kann. Das eine sind Süßgräser in Form von getrocknetem Graspulver. Für alle mit Autoimmunerkrankungen empfehle ich das Gerstengras. Das gibt es beim großen Online-Versand, der von A bis Z alles hat, gibt es auch schon in guter Qualität. Es gibt es auch im Supermarkt. Ich habe es schon im Kaufland gesehen. Ich habe es im Penny schon gesehen. Also es gibt da viele Möglichkeiten, das mal auszuprobieren. Das Schöne an Grassaftpulver ist, dass es sich sehr leicht portionieren lässt. Es ist sehr leicht in der Anwendung. Kalte Flüssigkeit rein, das Pulver rein, umrühren, fertig. Du hast deine Nährstoffbombe gemacht. Das heißt, schau da gerne mal vorbei. In der Info-E-Mail gibt es auch ganz viele Links zu tollen Seiten, die über das Thema noch weiter informieren. Ich will das jetzt nur anreißen. Das zweite sind Algen, die helfen bei der Entgiftung und versorgen dich auch nochmal mit ganz wichtigen Vitaminen und Nährstoffen. Auch dazu gibt es eine Infoseite, und ich kann zum Beispiel auch ohne CBD-Öl mir meinen Alltag nicht mehr vorstellen, weil, und das ist auch ganz ein wichtiger Aspekt, also das CBD-Öl sorgt nicht nur dafür, dass die Nährstoffe schneller dahin kommen, wo sie benötigt werden, sondern es wirkt ausgleichend auf jeder Ebene. Das heißt, die emotionalen Spitzen, die wir vielleicht jetzt gerade auch durch diese ganze Angst und Panik, die wir seit anderthalb Jahren erleben, die wir bald nicht mehr ertragen können, ja, das wird minimiert. Das heißt, deine negativen Gedankenspiralen sind nicht mehr ganz so extrem. Ich komme zu dem Thema gleich noch mal ein bisschen später, aber es zentriert einen mehr. Es bleibt das Gefühl von innerer Ruhe. Das war vor Corona wesentlich deutlicher spürbar als jetzt, aber ich könnte mir nicht vorstellen, ohne CBD-Öl jetzt in diesem Irrsinn da zu überleben. Deswegen, also mein heißer Tipp an alle, die es denen irgendwas auf die Nerven geht, im wahren und im übertragenen Sinne, dürfen sich auch gerne bei der Infoseite nochmal etwas genauer informieren. Ich habe auch ein paar Erfahrungsberichte damit reingepackt. Also holt euch gerne die Info-E-Mails völlig kostenfrei und guckt, dass ihr da was für euer Immunsystem macht. Wichtig ist auch, dass ihr gerade bei dieser ganzen Anspannung, die wir jetzt haben, und dieses, ne, ich finde, nicht nur die Corona-Situation ist sehr angespannt, auch die Leute sind sehr angespannt. Jetzt kommt noch Weihnachten dazu, ja, dieser ganze Weihnachtsstress, ja, auch wenn das mit dem Shopping jetzt vielleicht nicht mehr so möglich ist, trotzdem muss man ja noch eine Liste an Geschenken abarbeiten und dann die Erwartungshaltung, oh Gott, Weihnachten muss perfekt werden, und da spannt sich ja bei ganz vielen schon ganz viel an. Und hier bitte, bitte sorgt aktiv für Entspannung. Das ist unfassbar wichtig, gerade für uns, die mit einer Autoimmunkrankheit sowieso schon ihren Alltag bestreiten, ist das sehr, sehr, sehr wichtig. Es ist auch wichtig, und vielleicht ist das sogar eins der allerwichtigsten Punkte, und ich werde nicht müde, es zu sagen, gerade um eure Angstmonster in den Griff zu kriegen.
Ihr müsst in eurem Kopf die positive Gedankenkontrolle wieder erlernen. Ihr müsst sie leben, ihr müsst sie anwenden. Es gibt kein Mittel, was probater ist als dieses. Unser Körper, ich sage das immer wieder, weil das so wichtig ist und ich hoffe, ich komme zu dir durch. Unser Körper mit seinen ganzen, mit seinem Erscheinungsbild, mit seinen Symptomen, mit den Krankheiten, mit allem, was er hervorbringt, ist die laufende To-Do-Liste unserer Seele. Das heißt, du siehst, wenn du auf dich hörst, wenn du auf dich schaust, wenn du dich beobachtest, sehr genau, wo deine Baustellen sind. Du musst sie dann nur noch angehen. Ich weiß, nur noch, ne, in Anführungszeichen, ist super schwierig zu machen, aber du steuerst mit deiner Steuerzentrale, mit deinen Gedanken, auch das ganze Befinden in deinem Körper, deine ganze Symptomatik. Ich hatte erst gestern Abend wieder ein Gespräch mit einer Klientin, die an einem Tag ganz viele negative Geschehnisse, Erzählungen, Situationen meistern musste. Und die am Abend ein 100% verschlechtertes Gangbild hatte. Und das alles nur, weil hier oben die positive Gedankenkontrolle nicht gegriffen hat. Und ja, das ist super schwierig. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, guck auf meine Seite, buch dir deinen Termin bei mir. Ich kann dir da raushelfen. Ich habe es schon mit ganz vielen Klienten geschafft. Du wärst nicht die Erste, um hier erfolgreich zu sein. Das heißt, du musst es schaffen, hier oben eine positive Einstellung zu dem ganzen Leben, zu dir, zu allen Situationen hinzukriegen. Das geht los mit Themen wie Erwartungshaltung. Ich habe es eben schon angesprochen, ja. Weihnachten ist so dieses klassische Beispiel dafür. Jetzt müssen wir doch alle verdammt nochmal ein schönes, harmonisches Weihnachtsfest haben. Kann aber nicht so schwer sein, ja. Diese Erwartungshaltung und gerade dieser Perfektionismusdrang, den gerade wir MS-Diagnostizierte ja mit der Muttermilch mitbekommen haben, den in den Griff zu kriegen und auch die Erwartungshaltung an sich und an andere wirklich auf ein normales Level zu kriegen, das ist eine große Herausforderung, aber die musst du meistern. Es ist genauso wichtig, dass du alles, was passiert, durch verschiedene Brillen dir anguckst. Denn jeder hat einen anderen Fokus auf ein Geschehnis. Ja, das ist wie mit Augenzeugen. Die haben alle was Unterschiedliches gesehen, obwohl dasselbe passiert ist. Aber je nachdem, was für Erfahrungen du mitbringst, was du erlebt hast, welche Prägung du erfahren hast, dementsprechend bewertest du Situationen und dementsprechend sind die furchtbar, erträglich oder gar nicht so schlimm. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade hier. Ja, ein Beispiel. Mein Mann arbeitet im Rettungsdienst, ja, der ist Notfallsanitäter, der ist also immer draußen, der sieht den ganzen Tag die richtige Scheiße. Der hat natürlich eine ganz andere Sicht auf die Dinge, als ich zum Beispiel, die im Homeoffice arbeitet, wenig Kontakt im realen Leben zu anderen Menschen hat, ganz viel online macht und natürlich auch einen ganz anderen Blickwinkel auf Thematiken hat. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dich auch zu fragen, wenn einer mit einer Meinung zu einem Thema kommt, was hat der für einen Hintergrund? Warum ist die Meinung so? Was hat der erlebt? Welche Prägungen sind da? Welche Erlebnisse sind da? Was ist sein Beruf? Wieso bewertet er die Situation so? Um sich dann darüber auszutauschen und nicht auf den Kopf zu hauen. Das macht es nicht besser, ja. Es ist auch ganz wichtig, wie ich es eben schon angesprochen habe, ja, welche soziale Umgebung derjenige, mit dem wir in Kontakt sind, was der mit denen erlebt, ja, wie die geprägt sind. Sind das jetzt, ich sag mal, alles Leute, die den ganzen Tag in einem Beruf arbeiten, die einfach so Notfallmedizin sind, ja, die auf der Intensivstation arbeiten, die sehen natürlich ausschließlich das Leid und die
die Covid-Patienten, ne, die dort im Prinzip nur noch an Maschinen existieren und ansonsten kaum noch lebensfähig sind. Natürlich haben die eine andere Sicht auf die Dinge als jemand, der vielleicht mitten auf dem Dorf auf seinem großen Grundstück alleine vor sich hin krautert, ja, und mit kaum jemanden von außen irgendwie Kontakt hat. Die werden natürlich völlig unterschiedliche Meinungen haben. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ja, es ist wichtig, dass du, um nochmal auf das Thema, was kann ich denn als Lösung tun, um mit dieser Situation klarzukommen, du musst die richtigen Schritte tun, um ein angstfreies, angstarmes Leben wenigstens dir ermöglichen zu können. Und ich kann es nicht anders sagen, ich habe wenige Klientinnen erlebt, die durch mein Coaching gegangen sind, die jetzt Angst und Panik schieben. Ich kann dir zeigen, wie du es schaffst, auch diese Angstmonster in den Griff zu bekommen, wie du es schaffst, deinen Weg zurück in Richtung Gesundheit, mental und auf körperlicher Ebene einzuschlagen. Dafür musst du aber dich verdammt nochmal bei mir melden, weil ich weiß nicht, wer du bist, wo du herkommst, wo du hin willst. Diesen Schritt musst du tun. Und bei dem Rest kann ich dir helfen. Und ich möchte bitte, bitte ein ganz großes Flehen an jeden, der diese Folge sieht, geben. Denn wir haben schon im 18. Jahrhundert, also Ende 1780, die Aufklärung gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch ganz dunkel aus dem Geschichtsunterricht. Das war ein Riesending, gerade hier in Europa. Und da gab es einen ganz schlauen, mutigen Mann, den Immanuel Kant. Und der hat damals schon einen Leitspruch gehabt, der auch der Leitspruch der Aufklärung wurde. Und ich finde ihn aktueller und zutreffender denn je. Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist aktuell wie nie, weil ich ganz viele Menschen spreche, die einfach nur Dinge nachplappern und die es nicht durch ihren eigenen Kopf zwei, dreimal zum Durchdenken schicken, sondern das, was sie hören, genauso ausplaudern. Und dann kommt es eben zu dieser furchtbaren Spaltung unserer Gesellschaft und die ist fatal. Die ist richtig fatal. Weil, was soll ich denn sagen? Das ist diese ganze Angst- und Panikmache, die macht uns noch kränker und noch anfälliger für alles, was an Viren und Bakterien da draußen rumfliegt. Und Corona ist ja nur eins von vielen Viren, was uns erwischen kann. Die restlichen furchtbaren Krankheiten, die es auf dieser Welt gibt, die sind ja in den Medien gar nicht mehr vorhanden. Und es ist ja bewiesen, dass auch Angst und Panik ganz viele Krebsarten mit negativ beeinflusst. Das heißt, ihr müsst es wirklich schaffen, aus dieser Spaltung dieser Gesellschaft, dieses Freunde teilen sich in verschiedene Lager auf, Familien zerbrechen, Freundschaften zerbrechen. Ich bitte euch, Leute, lasst es nicht zu. Ich kriege Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob ihr seht, wenn ich dran denke. Ich kriege Gänsehaut daran, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sich denunziert, die gegeneinander arbeitet, die voller Misstrauen ist, die voller Hass ist, die voller Angst ist. Leute, das macht uns krank. Das wird uns nicht helfen, durch diese schwierigen Zeiten zu kommen. Ich meine jetzt nicht, dass wir uns alle in den Kreis setzen, Mate-Tee trinken und miteinander kuscheln, um dieses Virus weiterzugeben. Wir können aber auch eine tolerante Gesellschaft leben, in der einfach jeder seine Meinung haben darf, weil jeder wird seine Gründe haben. Ich hoffe, dass es einfach nicht 90% der Leute sich haben impfen lassen,
um einfach weiter einkaufen, shoppen, essen gehen zu können. Ich hoffe, dass jeder die Entscheidung für eine Impfung dafür getroffen hat, um sich zu schützen. Und das ist völlig in Ordnung. Und dass dieses Toleranzleben heutzutage so abhanden gekommen ist, das macht mir Angst, weil damit ein ganz großes Stück unserer Menschlichkeit und unseres Menschseins verloren gegangen ist. Und ich weiß, dass Toleranzleben super schwierig ist. Ich bin aber, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür und mein Mann auch, weil wir in ganz vielen Themen unterschiedliche Meinungen haben. Aber das ist in Ordnung, weil wir sind nicht ein und dieselbe Person, sondern jeder darf seine Meinung haben. Ja, solange er jetzt nicht die Meinung hat, irgendeinen verletzen zu müssen, darf er doch bitte mit seiner Gesundheit, mit seinem Körper tun, was er will. Weil nochmal, ja, nur die Leute, die sich geimpft haben, sind ja deswegen nicht weniger ansteckend. Das heißt, sie schützen ja mit der Impfung ausschließlich sich und nicht andere. Also verstehe ich persönlich diese ganze Angst und Panikmache nicht. Ob geimpft oder nicht, wir sind alle Überträger und mögliche Spreader dieses Virus. Also tue ich die Impfung doch nicht, um andere zu schützen, sondern um mich zu schützen. Warum? Und das möchte ich jetzt wirklich ernsthaft fragen. Warum wird auf Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen oder können, denn es gibt ganz oft medizinische Kontraindikationen, warum das nicht empfohlen wird, warum wird auf denen rumgehackt? Es erschließt sich mir nicht. Vielleicht ist mein Logikzentrum dafür auch einfach nicht gemacht, aber ich verstehe einfach nicht, warum Geimpfte auf Ungeimpften rumhacken, sie wären unsozial. Das ist für mich nicht wahr. Weil die Ungeimpften, die ich kenne, sind viel vorsichtiger, testen sich regelmäßig, um sicherzugehen, dass sie keine Überträger sind. Das machen die Ungeimpften ja nicht mehr. Hat auch die Politik, finde ich, einiges versäumt. Also hört doch bitte auf, diesen Hasstiraden nachzugehen und mitzumachen. Das hat für mich nichts mit den großen Grundfesten unseres Menschseins zu tun. Das hat nichts mit Toleranz zu tun. Das hat nichts mit Nächstenliebe zu tun, mit Menschenliebe, mit dem Verstand bedienen. Bitte habt den Mut, euch eures Verstandes zu bedienen und durchdenkt für euch die Aussagen, die von anderen auf euch zukommen. Lasst sie zwei, dreimal durch euren eigenen Verstand gehen. Ihr seid alle schlau. Macht euch bitte euer eigenes Bild. Und plappert nicht wild irgendetwas nach, nur weil es einer gesagt hat. Wir haben doch nicht angeblich die Spitze der Evolution erreicht, weil wir sinnlos, ohne nachzudenken, Dinge nachgeahmt haben, sondern weil wir uns entwickelt haben. Wir sind doch alle stolz darauf, dass wir so individuell sind. Die Individualität darf heute gefühlt weniger gelebt werden als vor einem Jahr, anderthalb, ist meine Empfindung. Ich finde, dass die Intoleranz auf ganz vielen Themengebieten wieder die Oberhand ergriffen hat und das macht mir Angst. Das macht mir wirklich Angst. Und ich hoffe, dass ich mit dem Vorleben von Toleranz und Menschenliebe in meinem Umfeld hier ein bisschen was bewirken kann, dass ich in meinem Umkreis wirken kann, um die Welt wenigstens um mich herum ein kleines bisschen besser zu machen. Und ich freue mich wirklich über jeden, der meinem Beispiel folgt und dieser Angstmacherei
und dieser Hasstiraden nicht weiter den Raum einräumt, der jetzt von außen vorgegeben wird. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitdenken. Danke fürs Dranbleiben. Ich freue mich auf den Austausch mit dir unter dieser Folge. Und ich freue mich über jeden, der den Weg zu mir findet, damit auch du es schaffen kannst, die Welt um dich herum, deine Umgebung positiv in Zukunft beeinflussen zu können. Damit wir alle wieder ein Leben voller Glück, voller Leichtigkeit, voller Liebe, voller Selbstliebe, voller Menschenliebe und mit mehr Gesundheit führen können. Ich freue mich auf die nächste Folge und bedanke mich noch einmal fürs Zuhören. Tschüss, mach's gut, deine Sophia.